Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück hier in der Saphirbucht bei den Chroniken von mir, dem Herrn Lordregenten. So, wie man sieht, ich habe jetzt mal den anderen Shader wieder mit ausgepackt und ja, das ist das Wasser. Und das sind die Scheiben. Und da sieht man halt schon, upsi, einen richtig krassen Unterschied, ne? Vor allem was hier die Scheiben mit angeht und so weiter. Die ganze Stimmung und das, ich weiß nicht, es sieht komplett anders aus, auch hier drin. Weiß nicht, das sieht aus, als, also hier jetzt gerade, als würde ich ohne Shader spielen, aber ich habe ihn drin, das sieht man ja hier. Das sind himmelweite Unterschiede, Freunde. Das ist richtig krass. Das ist mal richtig krass. Okay. Gut, in der nächsten Folge werde ich dann wieder zurückkehren auf den anderen Shader. Ich bin gerade so ein bisschen baff, ne? Also so ein bisschen geflasht. Ja, wir sind hier bei der Innenausstattung. Waren wir, sind wir immer noch. Vorteilsweise mit Tropen und Birkenholz auszustatten. Und hier außen würde ich sagen, brauchen wir dann auch ein schön gezimmertes Schuhregal. Eventuell sogar irgendwie aus Granit oder sowas. Irgendwas Haltbares auf jeden Fall. So, das ist ja unser Schlafwohnzimmer. Da könnte ich eventuell hier noch... Nee, mache ich nicht. Lass sie hier zwei Betten, auf denen du dann auch schlafen kannst. Da hinten kommt dann noch eine Pflanze hin. Da können wir ein paar Bilder hinhängen, wenn ich welche dabei hätte. Wollblöcke habe ich auch keine. Wir haben bestimmt ein paar Bilder hier bei uns in der Truhe. So hoffe ich doch mal schwer. Zwei. Wow. Töpfe haben wir auch nicht hier. Na gut. Dann hängen wir erstmal zwei Bilder auf. Achso. Muss ich ja wieder begrenzen. Ein bisschen sehr begrenzt das Ganze hier. Und zwar so und so. Nein. Tiefer. Nein. Nein. Wir begrenzen das Ganze noch weiter. Und zwar so. Der Drei-Elben-Landbaum. Oder die Hundsgrabflagge. Oder was natürlich auch im Bereich des Möglichen liegt. Nee. 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 Oh. Ein schönes Bild. Ah, nee, das ist ein Hühnertyp, kein Fischertyp. Eher die Burg oder das Häuschen. Genau so. Oh, das wäre aber auch mal was Schönes zu bauen. Naja. Was mir sehr gefällt, ist, dass sie denselben Rahmen haben. Das wirkt ja quasi so, als würden die zusammengehören. Kennt man ja ab und zu diese Zweier, Dreier und was weiß ich, wie oft man die Bilder untereinander bekommt. Hier brauchen wir dann definitiv einen Rahmen. Und ich gehe erstmal pennen. Gute Nacht. Gleich mal Probe liegen hier. Ob man da denn schön gemütlich schlafen kann. Die Nacht war vollkommen in Ordnung, angenehm. Passt. Ein paar Lampen brauchen wir hier drin. Damit das hier nicht so düster ist. Damit man dann auch gegebenenfalls etwas von seinem Buch, das man dann zur Hand hat, lesen kann. Und was wollte ich noch? Was wollte ich noch? Rahmen haben wir aber nicht. Müssen wir uns dann welche bauen. So, gucken wir mal. Also ich hätte vielleicht eventuell hier ganz gern so eine Lampe. Das schaut schon mal ganz gut aus. Dann können wir eventuell hier so eine Lampe herhängen. Das ist auch ganz okay. Dann kommt das hier weg und das da weg. Und hier vorne dann eventuell. Obwohl, warte mal, dann machen wir vielleicht hier die Lampe her. Und hier.
Genau, hier, da lasse ich die Beleuchtung mit. Und eventuell machen wir hier und hier auch noch eine. Oh. So. Genau, ich glaube, das ist vollkommen ausreichend an Beleuchtung. Das reicht. So, jetzt brauchen wir aber die Rahmen. Dafür brauchen wir ein bisschen Kuhleder. Und jede Menge Sticks. Pass auf, ich hole jetzt erstmal einen Stack Kuhleder. Dann gucken wir mal in die Überschusstruhe vom Lager, was wir denn an überschüssigem Holz haben. Und dann werden wir das mal zu Stiggies verarbeiten. Na gut, 58 soll reichen. Oh, jede Menge Steaks. Ein Steakladen, das ist auch etwas, was wir brauchen. Der wird dann wahrscheinlich irgendwo hier in der Nähe sein, weil Steakladen und hier die Kuhschlachterei gehören ja zusammen. Vielleicht, dass man die irgendwie daher baut oder so. Bäckerei eventuell unter Umständen, vielleicht am Hafen. Mal gucken. So, genau, Lager. Lager und Sticks. Sticks. Das ist der nächste Plan. Aua. Jedes Mal bleibe ich irgendwo an so einem komischen Dornding hängen. Oh, wir sind ja neulich, sind wir ja hier quer durch den Wald gerannt. Das war auch ein Spaß. Einfach so richtig querfeldein. Im Endeffekt waren das, glaube ich, 8 Kilometer oder so, die wir gemacht haben. Aber wo du da teilweise an diesen Dingern hängen bleibst, an diesen Brombeersträucher sind das mit den Dornen. Wie krass du da hängen bleibst. Da läufst du ganz normal und dann musst du wieder gucken, dass du nicht auf die Mütze legst. Weil da wieder dein Fuß in einen dieser Dornendinger steckt. So, pass mal auf. Hier haben wir 29 mal Eichenstämme. Die können wir komplett verwursten. Das hier ist ein bisschen zu teuer für Sticks, finde ich persönlich. Deshalb, ja. Machen wir hier das hier so. So. So, da. Rahmen. 34 Stück. So. Für Bilder brauche ich noch Wolle. Ach nee, ich habe ja jetzt alles an Sticks verwurstet. Machen wir das so. So, so. Hole ich noch ein bisschen Wolle? Oder habe ich noch Wolle? Nee. Aber die hole ich schnell vom Weberknecht. Weberei Rupprecht Knecht. Guten Tag. 28 sollten da dicke reichen. Ja, kriegst ja. Ich bezahle das nächste Mal. Schreib mir das bitte an. Sei so nett. So. Wie gesagt, ich zahle beim nächsten Mal. Tschüss. Hehe. Glaubt er. Hallo, die können auch mal ein bisschen was für mich tun. Wenn man überlegt, was ich bis jetzt alles hier für die Dorfbewohner und das Dorf an sich getan hat, habe, und was sie für mich getan haben. Ne? Wollte ich noch mal erwähnen. So, weil dann kommt hier nämlich die klassische Uhr hin. So. Und hier kann man so ein schönes, großes Gemälde aufhängen. Oh. Das hat sich bewegt. Aber du bleibst stehen, ja? Nicht, dass du kaputt gehst. Hier ist eine Fackel weggegangen. Und ansonsten sieht es gut aus. Ein Gemälde. Also muss ich jetzt wieder... So... auf. So. Upsa. Und so. Diese Dimension musst du bleiben. Oh. Okay. Das ist doof. Das ist doof. Dann wird das doch so ein Zweierbild. Seht, hätte ich jetzt wieder aus Versehen die rechte Maustaste gedrückt. Wäre es wieder so weit gewesen. Hätte ich hier wieder einen Akazienstamm verwurstet.
So, der 3-Elben-Landbaum. Ups. Ja, ich komme gleich. Komme ich da noch weg dann? Ja. Einmal kurz Hallo gesagt im Laden. So. Muss er natürlich wieder hin. So, ich mache mal kurz ein Lied weiter, Freunde. So. Verkleiden müssen wir das ja hier nicht. Was machen wir denn hier vorne noch? Da haben wir jetzt noch einen relativ großen Bereich, den man benutzen kann für irgendwas. Ich versuche mir gerade irgendetwas im Köpflein vorzustellen, was man machen kann. Ich war am Überlegen, eine große Chill-Out-Ecke. Wo du hier dann einmal quasi 2-2. Nee, das ist eine Dreier-Variation. Okay, pass mal auf. Achso, wir haben hier noch gar keinen. Warte. Zack, zack. Und den verkleiden wir mal. Wie sehen die hier aus? Achso, warte, vielleicht habe ich unten noch ein paar. Den kann man erstmal verwursten. So. Falltüren. Nein. Nee, 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 hat er nicht, hat er nicht, hat er nicht. Dann machen wir... Dann machen wir einfach welche. Ach, warte. Mist. Das da rein, die hier raus, die brauchen wir jetzt dann. Zwar ein paar mehr. So, ups. Dann zweimal das hier. Und zweimal das hier. So. Zack, zack, zack. So, eine relativ unauffällige Werkbank. Oh, das gefällt mir aber hier nicht so. Naja, mit dem anderen Shader ist es, glaube ich, weg. Ich habe da jetzt ehrlich gesagt noch nie so wirklich drauf geachtet, dass das hier so, ne? Naja, mein Gott, ist halt so. So, relativ unauffällige Werkbank und hier jetzt dann so eine schöne... Oh, ein Jacuzzi! Upsa, jetzt meine Frage, Freunde. Kann sich der Hühnermeister ein Jacuzzi leisten? Ich glaube nicht. Ich glaube leider Gottes nicht. Er muss hiermit Vorlieb nehmen. Beziehungsweise seine Gäste. Kann man das hier noch mit Teppich ein bisschen auskleiden? Warte mal, funktioniert das, wenn ich das noch... Nee. Achso, warte. Wenn ich das so mache... Na, mal gucken. Ich gehe jetzt erstmal eine Runde auf jeden Fall dann pennen. Jupp, jupp, jupp. So, gute Nacht. Nee, noch nicht. Ich weiß noch nicht. Bin noch so unentschlossen mit dem Ding da. Ah, mal gucken. Liegen, das wäre natürlich auch mega cool. So, gute Nacht. Entschuldigung. Dachte, ich schlafe ein bisschen länger. So Liegestühle, weißt du? Wenn man da zwei Stück hermacht. Oder ein. Na, zwei Stück. Dann auf. So.
So. So richtig zum Genießen. Zwei Liegestühle. Das ist eine ganz persönliche Komfortzone. Warum nicht? Dann vielleicht noch... Ups. Vielleicht noch die Dinger mit dran. Ja, Freunde, was sagt ihr denn dazu? Dass wir hier so Liegen hermachen. Was hätten wir noch? Das hier hätten wir noch dafür. Na, ich weiß nicht, so Liegen sind, glaube ich, außen angebrachter, ne? Ups. Da passt der Eimer nicht auf. Aber warte, wir haben noch eine Werkbank hier. So. Aber wir haben keine Sticks. Schon wieder. Jetzt war es aber gerade ganz vorbei mit meinem Kopf. Kopf aus. Also. Wir nutzen das hier auf jeden Fall irgendwie praktischer. Dass man das hier wegmacht. Diese Sitzecke. Oder zumindest den Tisch. Oder macht hier so ein kleines Lager her? Das soll ja eigentlich getrennt sein vom Laden. Es soll getrennt sein vom Laden. Jetzt müssen wir hier erstmal zack und zack. Hätten wir hier das da. Dann kommen hier zwei Lampen ran. Machen wir jetzt erstmal hier im Außenbereich weiter. Da brauchen wir jetzt Granit, Diorit, Andesit, irgendwie sowas. Haben wir da was da? Andesit haben wir da. Sehr schön. Dann brauche ich hier mal ein bisschen Platz. Polierter Andesit. Zwei Stufen. So. So, zack. Machen wir hier noch einen Rüstungsständer her? Nee, glaube nicht. Das hier ist so als kleines Schuhregal. Und dann brauchen wir noch ein paar Haken. Haken. Ist vielleicht ein bisschen hoch. Ist vielleicht ein bisschen niedrig, aber egal. So. Teppich. So. Genau. Kannst hier nochmal die Füße an abtreten. Ach nee, eigentlich muss ja daher der Teppich, ne? Dass du hier hochkommst. Füße abtrittst. Schuhe abstellst, hineingehst. Genau. So oder so ähnlich funktioniert das in der Welt. Juli! Ja, was machen wir damit? Das ist echt... Das kann ich nicht wegmachen, weil das die Decke vom Lager ist. Jo. Naja, Freunde, ich überlege noch ein bisschen. Vielleicht fällt mir ja was ein. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ne? Ich sage vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein und fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut und Tschüssikowski!